Willkommen hier im Signal Iduna Park. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und ich glaube, wir dürfen uns heute auf eine spannende Partie freuen. Borussia Dortmund gegen Molde. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Mit Marco Reus haben Sie einen unglaublich torgefährlichen Mittelfeldspieler in Ihren Reihen. Kein Wunder, der Nationalspieler ist sehr, sehr schnell, verfügt über eine tolle Ballbehandlung und hat dazu ja noch, das wissen wir, einen tollen Abschuss. Das dürfte ein wichtiger Faktor in diesem Spiel sein. Buschi, sag uns doch kurz was zu Borussia Dortmund. Der BVB ist nicht nur einer der erfolgreichsten Vereine Deutschlands, sondern ganz sicher auch ein Club mit extrem leidenschaftlichen Fans. Wo Dortmund ist, ist immer auch Stimmung. Ganz egal, wie weit die Anhänger reisen müssen, um ihre Borussia zu sehen. Und so tritt der BVB heute also an. Roman Bürki steht im Tor. Mats Hummels spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Jadon Sancho steht mit Julian Brandt auf dem Flügel. Und vorne sind sie in diesem Spiel heute mit 4 Stürmern sehr offensiv. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Auf der anderen Seite sehen wir heute die gleiche taktische Aufstellung. Das ist ebenfalls ein 4-5-1, auch sehr offensiv ausgerichtet. Das kann uns ja nur recht sein. Die Partie beginnt, der BVB mit dem Anstoß. Und nun Hummels. Da ist Reus. Da ist Meunier. Manuel Akanji. Emre Can. Marco Reus. Guter Pass. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Spielt den Ball wieder zurück hier. Das macht er gut. Brandt. Rafael Guerrero. Brandt, da ist die Chance. Guter Einsatz, das war wichtig. Pass auf den Flügel. Wie groß ist die Aufgabe für Schwarz-Gelb heute wirklich? Warten wir mal ab. Also auf dem Papier ist es ja eine klare Angelegenheit. Wie sagte einst der Kaiser, schauen wir mal. Jadon Sancho. Emre Can. Erling Haaland. Klasse Zuspiel. Julian Brandt. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Julian Brandt wartet auf die Mitspieler. Delaney. Kann er was draus machen? Den Ball holt er. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Reus. Brandt. Emre Can. Da erobert er den Ball. Sie kommen jetzt über außen. Marco Reus. Ballverlust Marco Reus. Jetzt müssen Sie aufpassen. Der Ballverlust. Emre Can. Reus. Delaney. Reus.
Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Wieder der Ballverlust. Sie verlieren den Ball. Hummels am Ball. Brandt ist das jetzt. Und Reus. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Gute Aktion. Chance zur Führung. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Dortmund führt, das hatte man durchaus auch so im Vorfeld erwartet. Magnus Wolf Eikrem. Der BVB jetzt am Ball. Björn Bergmann Sigurdarsson. Klasse Pass. Sie suchen die Lücke. Und er gibt abseits. Das war eng. Bah, das war knapp, aber ich glaube, er lag damit richtig. Marco Reus am Ball. Steilpass kommt von Reus. Gefährliche Szene. Die Dortmunder erhöhen ihre Führung. Sieht jetzt schon komfortabel aus. Zwei Tore sind es jetzt. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Magnus Wolf Eikrem. Das könnte die Chance werden. Björn Bergmann Sigurdarsson. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Fairer Einsatz hier. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Er ist richtig präsent heute. Viele und vor allem gute Ballaktionen.
Eine davon war die Torvorlage gerade. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Björn Bergmann Sigurdarson. Magnus Wolf Eikrem. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Wirklich gut ist die Ballbesitzquote des BVB im bisherigen Spielverlauf natürlich nicht. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Guerrero. Bürki. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt vielleicht der BVB. Emre Can. Sieht gefährlich aus. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Den Ball kann er klären. Eirik Hestad. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Gute Flanke. Sie wollen den Anschlusstreffer. Schöner Pass. Den spielt er steil. Es riecht nach Comeback. Sie brauchen noch einen Treffer. Dann haben sie den Ausgleich. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Sie bauen geduldig auf. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Delaney. Da ist Hummels. Hazard. Da ist Hummels. Gut verteidigt hier. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Er überzeugt heute als Passgeber. Oh, Marco Reus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Hazard. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Und Reus. Thomas Delaney. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Manuel Akanji. Super dazwischen gegangen. Marco Reus. Ballverlust Marco Reus.
Magnus Wolf Eikrem. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Reus. Jetzt Marco Reus. Am Ball Delaney. Thorgan Hazard. Emre Can. Thomas Delaney. Was macht er draus? Ball erstmal weg. Gute Aktion. Es bleibt spannend in diesem Spiel. Ein Tor Vorsprung für Borussia Dortmund. Das ist nicht viel. Oh, viel Platz jetzt. Trifft er, ja. Drin. Tor. Nochmal die Entstehung dieses Tors. Marco Reus ohne Probleme am Bewacher vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Er passt ihn auf den Flügel. Stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Macht er gut. Jetzt vielleicht die Flanke. Sieht gefährlich aus. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Ja, das gibt Einwurf. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Jetzt könnte er flanken. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Oh, das könnte was werden. Jetzt ist es gefährlich. Ah, das hätte gefährlich werden können. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Er hat einen Doppelpack gemacht, klasse Leistung, hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt. Also er kann rundum zufrieden sein.